Heute ist der Tag der Poesie und da habe ich mir gedacht, ich brauche einen poetischen Text zu diesem poetischen Ort hinter mir. Ja, was könnte das sein? Ich habe mich an einem Poetry Slam versucht. Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett, nie ins Bett, nie ins Bett. Ich und Krimi? Es begann vor langer, langer Zeit, im vorigen Jahrhundert. Schreiben Sie doch einen Krimi, sagte die Hörspieldramaturgin. Kunst habe ich genug. Sie meinte es gut. Ein Hörspiel von mir hatte sie schon produziert. Es hatte sogar einen Preis gewonnen. Trotzdem, schreiben Sie doch einen Krimi, sagte sie. Da können Sie Dramaturgie lernen. Ich? Krimi? Das Genre fing gerade an zu boomen. Ein Markt mit Wachstumspotenzial. Damals. Nein. Ich wollte keinen Markt. Ich wollte Selbstverwirklichung. Poetische Selbstverwirklichung. Klingt sowas von veraltet. Ja, und die Welt verstehen und verändern, mindestens jedoch mir eine eigene schaffen. Meine Einzigartigkeit behaupten, nicht im Mainstream untergehen, in der wahren Welt. Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett, nie ins Bett. Damals schlief ich ohne Krimi nie ins Bett. 10 Jahre später habe ich dann mit dem Krimischreiben angefangen. Es passierte nebenher, ich bin reingerutscht. Die Dramaturgin hatte mich schon längst vergessen. Ich will spielen, dachte ich. Also spiele ich mit Krimi-Motiven. Kriminal, kriminell, krimineller. Den Lauten nachlauschen. Ohne Krimi geht die Mimi. Krimi-Mimi, das klingt liebevoll. Die sanften Mms, die pieksigen Is. Jeden Abend geht die Mimi in die Haia um 9:30. Aber niemals, ohne vorher an den Bücherschrank zu gehen. Krimi? Ich? Ich wollte ein Drehbuch schreiben. Und weil man kein Krimi-Drehbuch schreiben kann, wenn man keine Krimis kennt, begann ich, Fernsehkrimis zu gucken. Da gab es wundervolle Schauplätze. Die Düsseldorfer Kunstakademie, den Leuchtturm auf Neuwerk, das Kyffhäuser-Denkmal. Und ich? Nee. Oder? Genre ist ein Gefängnis. Schreiber in Handschellen verfassen fesselnde Geschichten. Freiwillig mache ich da nicht mit. Krimi ist die Welt der Ordnungsmenschen, eine schöne, ordentliche, gut und böse Welt. Böse tun Böses und werden zur Strecke gebracht. Und wenn sie nicht bestraft werden, sind sie trotzdem die Bösen. Das Schema befriedigt unser Bedürfnis nach Eindeutigkeit in einer schwer durchschaubaren Welt. Manche verwechseln das mit Wirklichkeit. Es wurden immer mehr. Berlin-Krimi, Hamburg-Krimi, Frankfurt-Krimi, Köln-Krimi, Düsseldorf-Krimi, München-Krimi, Stuttgart-Krimi, Stuttgart-Thriller, um nur wenige zu nennen, Vorgebirgskrimi, Alpen-Krimi, Niederbayern-Krimi, Oberbayern-Krimi, Oberbayern-Krimi für Kinder, habe ich mir nicht ausgedacht. Küsten-Krimi, Förde-Krimi, Insel-Krimi, so heißen die Reihen eines einzigen Verlages. Die Reihen, nicht die Titel. Einige der Reihen eines einzigen Verlages. Erotischer Heimatkrimi. Historischer Krimi? Kulinarischer Krimi? Landkrimi, Jagdkrimi, Urlaubskrimi, Weihnachtskrimi. Auch gut, dachte ich. Dann nenne ich meinen eben literarischer Kriminalroman. Will das irgendjemand lesen? Adria-Krimi, Algarve-Krimi, Mallorca-Krimi, Paris-Krimi, Provence-Krimi, Südfrankreich-Krimi, Côte d'Azur-Krimi. Ich kann nicht schlafen, denn die Mimi muss lesen. Die nächste Leiche warte ich gar nicht erst ab und schleiche aus dem Bett, aus dem Zimmer, aus der Wohnung, auf die Straße, in die Bar. Denn dort machen ein paar Klare mir den Schädel wieder klar. Die Krimis wurden immer zahlreicher. Und sie wurden immer brutaler.
Verheißung, Verachtung, Erlösung, Schändung. Meine Dramaturgin ging in Rente. Als mein Drehbuch fertig war, besuchte ich einen Kurs bei einem der ganz Großen. Kostenpunkt 250 Euro. Dafür bekam ich eine Laugenbrezel und 2 Kilo Kopien. Ein Blick in mein Manuskript war nicht drin. Ich lernte, Drehbuch schreiben ist nichts für mich. Hier bin ich falsch. Nein, richtig. Ich habe Makaris kennengelernt, der mir Griechenland nahebringt, und die wundervolle Dominique Manotti, die sagt, der Krimi ist die große Literatur des 20. Jahrhunderts. Leider. Im 21. ist sicherlich was anderes dran. Wenn mir mal wieder das Lachen vergangen ist, wenn es mir so richtig dreckig geht, wenn niemand mein Gesicht sehen soll und ich mich am liebsten in einem tiefen Tunnel verkriechen möchte, erinnere ich mich an das Gedicht, das Theodor Storm für seine Söhne geschrieben hat. Was du immer kannst zu werden, Arbeit scheue nicht und wachen, aber hüte deine Seele vor dem Karrieremachen.